Damit begrüße ich euch ganz herzlich zurück zu Kirby und das vergessene Land. Im letzten Part, ja, ihr seht es, wir haben hier ein bisschen was erledigt. Hammerschatz, einsamer Strand und den Schwertschatz haben wir auch erledigt. Und jetzt geht es heute weiter mit Betoninsel. Schließe den Abschnitt ab, ist klar. Rett die versteckten Waddledees und der Rest ist wie immer unbekannt. Die Betoninsel. Und wir haben noch unseren Hammer. Geil. Sag mir nicht, dass ich hier runter muss. Ich muss runter. Was müssen wir mit dem Ball machen? Einmal müssen wir nichts mit dem Ball machen. Wirbel auf sich. Warum sollte ich in der Richtung Wirbel schwimmen? Also ich bin der Meinung, hundertprozentig irgendwas mit dem Ball hatte es auf sich. Grüße, drei Seevögel. Was? Jetzt muss ich ja noch auf blöde Vögel achten. Oh Mann. Also Nintendo lässt sich nicht lumpen, was die Erfolge angeht, ne? Kann ich nur einmal einsetzen. Danke für die Information. Diese Blooper-Verschnitte. So, komm her. Sternchen. Ein Sternchen gibt ein Schätzchen. Einen Waddledee haben wir gefunden. Da ist schon wieder eine Kokosnuss. Okay. Ich kann jetzt hier unter Wasser, unter der Erde graben. Okay, aber wir haben noch nicht alle Vögel gefunden. Hier nochmal ganz kurz außen lang und guck, ob ich hier noch irgendwo Vögel finde. Hier scheint kein Vogel mehr zu sein. Okay. Ich gehe, wie gesagt, lieber auf Nummer sicher. Das war knapp. Ich
Da ist noch ein Seevogel gewesen. Den habe ich überhaupt gar nicht wahrgenommen. So, den haben wir erledigt. Nein, ich wollte da nicht hoch. Ah. Erstmal dahin. Da ist schon wieder ein Wasserball. Wow, 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 wow. Und weiter. So, dann haben wir hier Vollstopfen-Modus. Wieder den Vollstopfen-Modus, dann stopfen wir uns mal voll. Und wir sind höhenveränderbar. Hoch und runter. Und hoch. Jetzt? Ah, da kommt der nächste Waddledy. Nee, doch nicht. Doch! Waddledy Nummer 2 und Checkpoint. Nicht vergessen. Da sind nur Fische. Bitte geh da lang. Okay, halt, aber da ist noch der Vogel. Okay, wir haben in einer Folge schon mal erledigt. Waddledys haben wir 50% erledigt. Sekunde. Du siehst mich nicht. Maulwurf. M. Rohrstopfer. Ja, das hat mich jetzt vollkommen geflasht. Ich habe einen Waddledy übersehen. Wo habe ich denn jetzt bitte schön einen übersehen? Kam doch genau hierher. Wo habe ich den denn übersehen? Den verstehe ich jetzt nicht mal mehr ansatzweise. Ich habe eine Maxi-Tomate aus, aber viel mit zwei Erfolge und die Waddledys? Wo waren die denn?
Reiche die Insel der Schätze. Gefangene Waddledees. Wie gemein, diese drei Waddledees wurden vom Bestienrudel in einen Käfig gezwängt. Naja, immerhin ist es ein goldener. Zu dritt können sie die Sperlinge womöglich austricksen und entkommen. Doch für einen Ausbruch scheint ihnen die Kraft zu fehlen. Gibt es denn niemanden, der sie retten kann? Elfilin. Kirbys geheimnisvoller Freund aus der neuen seltsamen Welt. Elfilin begegnete Kirby, als dieser Waddledees vor dem Bestienrudel beschützte. Die Rolle als Fremdenführer scheint Elfilin zu gefallen und er hat oftmals Tipps zur Befreiung weiterer Waddledees, um den Stadtbau parat. Danke, Elfilin. Oh Mann. Noch ein Riss. Klar. Also, dann holen wir uns jetzt den Rest. Tja. So einfach kann das sein. Und dann gibt es gleich so eine spezielle Aufgabe hier. Und das nur für diese Schatzinsel. Glaub mal, dass es die Schatzinsel war. Oh Mann, Leute. Schaut mal. Hier lag was umgekippt. Und da geht es dann zur Schatzinsel. Damit haben wir den Waddledee gefunden und die Insel der Schätze. Weiter geht's mit dem nächsten Level. Mann. Gabon. So. Alle Waddledees gerettet. So, dann gehen wir Tour auf dem Zementgipfel. Was ist das für eine Aufgabe? Bohrerschatz. Na komm. Ihr wollt es doch sehen. Wie Zeit hatte ich denn jetzt? Hä? Okay. Neustart. Das habe ich komplett nicht verstanden, was er zuerst wollte. Weg damit. Komm, schneller Tor.
Komm. Na. Yes. In welcher Zeit muss ich das schaffen? 1:10. Geil. Ich freue mich so. Das wäre auch so einfach, oder? Drüber, komm. Komm. Gibt's nicht. Ich bin jetzt schon drüber. Ich verfehle immer. Das ist auch wieder hart. Mehr. Nein, ich hab's schon jetzt wieder verbockt. Nee, bin schon dran vorbei. Ich hab nur noch eine Sekunde. Boah. Geil. Gleich den ersten total verhauen. Er sollte graben und nicht springen! So. Oh. Okay, das war eine gute Zeit, obwohl ich den Anfang hätte besser machen können. So. Nein.
Nein. Gibt's da nicht. Wie mache ich das am besten? Ja, so. Nee, das ist... Ich habe 1:10 Zeit. Krass. Ja gut, das sieht schon besser aus, aber immer noch nicht perfekt. Ey, mit dem Bohrer umzugehen ist echt Hammer. Das war eine schlechte Zeit. Das war eine richtig gute Zeit. Yes! Ah. Puh, geschafft, ey. Das hier ist echt, ich sage euch, Nervenkitzel pur, wenn man versucht, das zu schaffen. Hier muss echt alles stimmen. So, ich könnte jetzt natürlich zur nächsten Welt gehen. Oder? Bin doch jetzt hier noch eine Geheimwelt da unten, glaube ich, war sie, ne? Normaler Schatz. Süßer Erfolg, wild und unverwundbar. 30 Sekunden. Süßer Erfolg, wild und unverwundbar. Ich glaube, ich muss die erledigen, ohne getroffen zu werden. Komm, Tro, das schaffst du. Holy crap. Komm, das schaffst du. Hammer. Hammer, diese Herausforderung. Die Herausforderungen haben, finde ich, noch mehr Schmackes als die Level. Bei den Leveln ist es wirklich extrem suchen, ne? Aber das ist wirklich Hammer. Aber gut, einer haben wir noch. Treppenstopfer-Schatz.
Schritt für Schritt bewege die Treppe. Ich habe das so gemacht, genau. Okay. Nein, das geht gar nicht. So, komm. Nehmen wir den da weg. Dann den da weg. Hier muss man einfach nur die richtige Reihenfolge wissen, wie man da am besten vorgeht. So, jetzt muss ich hier mal gucken, ob das geht. Wie viele Minuten muss ich das schaffen? Anderthalb? 1 Minute 45. Krass. Okay. 1 Minute 45. Das ist eine Nummer. Wenn wir das in 1 Minute 45 schaffen. Lauf doch mal, Kirby. So. Machen wir es halt so. Ist mir schlussendlich egal. Komm, Kirby, du hast jetzt noch 50 Sekunden.
18. Ja. 45 Sekunden, das ist nur 5. 15 Sekunden, nicht 45. Aber wir haben es geschafft. Ah, yes. Gut, wir hatten jetzt wieder nur ein Level, aber dafür haben wir alle Schätze gefunden und erfolgreich abgeschlossen. Und insofern würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Part wieder. Ich bedanke mich ganz herzlich, sage bis zum nächsten Mal und ich bin euer Throughout rein. Tschüss.